Zivilisation zurück. Oder was davon übrig ist. Bewahr einen kühlen Kopf, dann bist du auch bald ein Stelzenläufer. Ich gebe mein Bestes. Leg ein gutes Wort für mich ein, ja? Okay, einer geht, der andere bleibt stehen. Sie gehen sogar in unterschiedliche Richtungen. Meine Chance. Meine Chance. Ich hoffe, die Stelzenläufer sehen den nicht. Sieht nicht danach aus. Okay, und was macht der? Der beugt sich da darüber. Hm. So. Mann, da kann ich aber auch nichts machen. Ich habe keine ausreichende Deckung, um da um den drumherum zu gehen. So. Jetzt aber. Hoffentlich ging jetzt schnell und leise genug. Was auch immer ich damit anstellen kann. Moment, da oben war doch einer drin. Ein Tank. Komm schon. Ach, ist ja egal. Ich kann ja auch hochspringen. Oh, oder so, das geht auch. Hier war doch ein voller Tank. Den können wir doch nehmen, um das Ding anzumachen. Was auch immer mir das bringt. Ob die dann vielleicht von den Weinern abgelenkt sind. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Okay. Ich mach mich mal kurz ab. Okay, die Stelzenläufer sind da hinten. Was auch immer die da machen wollen. Mit denen will ich mich nicht anlegen. Von daher ist das doch schon ganz gut, wenn man sich hier ablenken. Wenn man die ablenken kann. Mit dem, was die sonst zu tun. Und zwar, das ist dann auf mich schießen. Oh, hier wäre auch ein Weg gewesen. Oh, ja, die beschäftigen sich jetzt da drüben mit den Weinern. Das ist die Frage. Oh, jetzt können wir eigentlich nochmal gucken. Das habe ich hier fast übersehen. Na gut, das hilft mir jetzt auch nicht viel weiter. Oh, nach unten geht's. Nach unten ist bei denen immer eine schlechte Idee, aber solange die abgelenkt sind da drüben. Zumindest einigermaßen. Okay. Mache ich mich mal lieber ins Haus rein. Bevor die mir hier irgendwas anhängen. Oh. Das ist ein sehr einsamer Posten gerade. Jetzt gucke ich nochmal, wo war denn hier der... Ah, da oben. So. Ja, selbst wenn es verschlossen ist. Man kann immer noch hier auf die Mauer... Hier auf die Mauer und rein. Auch wenn es nicht viel ist, was man von ihm bekommt. Warum auch immer diese Tür einfach verschlossen ist. Alles klar. Wo haben wir denn die Stelzenläufer? Da hinten ist einer. Da ist einer. Und da ist einer. Okay. Und ich muss zu diesen blöden Toren. Jetzt ist die Frage, ob hier hinten drin noch was ist. Moment. Ich sehe nichts.
Demnach wird da auch erstmal nichts sein. Dann verschwinde ich hier auch. Dachte ich zumindest mal. Ah, Tore für die Stelzenläufer also. So, jetzt müsste ich mal gucken. Oh, huhuhu. Und ich habe es beinahe übersehen. Das muss ich mir auch mal überlegen. Ich habe das einfach übersehen. Verdammt. So, abspringen muss ich nicht loslassen. Naja, beschwer dich nur, du blödes Tor. Jetzt ist auf jeden Fall das Tor mal deaktiviert. Aber auf den Schienen ist Strom drauf. Das wäre dann nicht so cool, wenn die mich erwischen. Ja, da hat man recht. Rand des alten Hafenbezirks. Oh, das wäre auch gegangen. What the f... Okay. Ein Glück, dass ich kleiner bin. Was? Alte Kanalisation von Dunwall? Wieso bin ich denn jetzt in der Kanalisation? Alter. Das ist doch keine Kanalisation, die ist doch oben offen. Was soll denn das jetzt? Okay, hier scheint es nicht viel zu geben. Nicht viel bis nahezu gar nichts, wenn ich mir das hier so ansehe. Oh. Jetzt ist die Frage, wie komme ich in dieses Gebäude rein? Okay. Auf geht's. Macht euch ab in eure Leichenhäuser. Okay. Das Herz. Stimmt, das Herz habe ich das letzte Mal gar nicht so wirklich befragt. Rattenjäger. Okay, das gibt mir irgendeinen Bonus auf Ratten. Wow. Dieser Bezirk muss groß sein. Auf jeden Fall ist hier schon mal die richtige Richtung. Ja, gut. Stimmt, hier geht es jetzt runter in die Kanalisation. Das erklärt dann die Beschreibung. So. Alles klärchen. Dann gucken wir nochmal aufs Herz, was das so sagt. 75 Meter rechts. Diese Sicht ist von den Farben hier einfach so bescheuert. Dann kümmere ich mich erstmal hier um so Sachen wie Runen. Wenn das denn jetzt hier überhaupt 44 Meter, 50 Meter. Oh, da hätte ich es beinahe übersehen. Das lag jetzt direkt irgendwie halb unter mir. Ich glaube kaum, dass ich da jetzt noch was hinkriege. So. Darüber geht es ja erstmal nicht. Darüber. Darüber könnte es vielleicht gehen. Je nachdem, ob ich da einen Zugang finde. Aber es sieht komisch. Das sah doch so aus, als wäre das fast schon bewohnt. Das Tor ist also vollständig bis nach unten. Was ein bisschen blöd ist, aber na gut.
Naja. Was soll ich denn mit denen machen? Soll ich die alle abschießen oder was? Ja, ach Gottchen, nee. Viel gecheckt haben die wahrscheinlich nicht. So, dann gucke ich nochmal aufs Herz. Da, da hinten. Und das sind ja die interessanteren Teile. Ich habe 30 Bolzen. Wieso nicht einfach alles ausknipsen? Was hier so in die Quere kommt. Nein! Nein! Hey! Hatte ich so nur noch so wenig Leben? Ist ja echt verrückt. So, jetzt. Okay, wo ich gerade in die Kanalisation falle. Okay. Das lässt sich alles nah leicht wiederholen. Das bisschen. Und mit meinen 30 Bolzen werde ich wohl auch prima auskommen am Ende. Was sind das hier eigentlich? Kugeln? Ach, wieso nicht? Ist ja auch egal, ich habe ja auch 30 Pistolenkugeln. Das ergibt schon Sinn, dass ich wenig Leben habe, wenn da oben die Anzeige fast leer ist. Allerdings wären jetzt Bolzen gefragter, wenn ich die Mistdinger da erledigen muss. So. Was ist mit der los? Meine Pfeile zurück. Anscheinend ist das hier auch andauernd für Armbrust gedacht, weil hier liegen überall Armbrustbolzen rum. Na, so geht's auch. Okay, dann hole ich mir mal hier mein Geld und vielleicht meine Armbrustbolzen wieder ab. Schade, nicht so viel, wie ich gedacht habe. Gut, wechseln wir mal auf die Sicht, die Findersicht, wenn man so will. Sachen finden kann man immer. Bolzen. Für die Armbrust braucht man auch immer. So. Da unten ist noch etwas. Etwas, was nach mir ruft. Und hier hinten. Naja. Das ruft nicht so heftig nach mir, aber man kann es auch mal mitnehmen. Jetzt die Frage, was ist hier hinten? Das sieht ja fast wie ein... ich dachte schon, das wäre ein Altar. Aber na gut. Moment, wo hänge ich denn da? So einer kleinen Kante. Okay. So. Schön, mein Pfeil hat es überlebt. Mein Bolzen, Pfeil, wie auch immer. Da wäre noch etwas. Hey! Na gut, das ist aber nur ein Apfel, von daher, den kann man mal getrost liegen lassen. Ich denke mal, da muss ich hier weiter rum. So. Mal wieder aus. Nein, wieso habe ich denn jetzt Brandbolzen, verdammt?
Wer öffnet sich als nächstes? Puh, war ja klar. Und als nächstes öffnet diese hinter mir sich, weil ich dann, verdammt, weil ich dann nicht mehr in der Nähe bin. Und du öffnest dich wahrscheinlich nur, wenn ich da drüben bin, blödes Mistviech. Da ist es doch, das, was ich brauche. Lecco mio, lass mich hier weg. Ich kill dich, du blöder Fisch. Wo bist du? Oh Mensch. Dämlicher Fisch, komm her. Dich krieg ich. Na? Willst du wohl? Oder ich benutze dich einfach. Okay, jetzt wird es langsam uncool. Meine einfachste Aufgabe ist es, zu sterben. Dankeschön. Achso, meine Pfeile noch. Erhalt das. Meine Bolzen, die ich irgendwie in die Wand gesammelt habe. Böses Mistviech. So. Gut. Das ist die Frage. Moment mal, wie komme ich hier? Komme ich hier am besten wieder raus? Da oben lang nicht. Da auch nicht lang. Oben rüber vielleicht? Obwohl, warte, Ausgang ist da hinten. Komisch, vielleicht. Also das ist jetzt echt gerade mal fast schon wirklich verwirrend. Obwohl, nicht ganz. Nicht ganz so verwirrend. Na. Muss ich wahrscheinlich hier wieder runter. Ah, ja. Da haben wir den Ausgang. Schon recht nah. Und wir haben auch alle Artefakte und so weiter gefunden. Ich wusste es. Überraschung. Essen und Armbrustbolzen. Und da ist noch ein wenig Geld. Aber das ist ja eigentlich nicht das Interessante dabei. Interessant ist ja nur der Ausgang dieses Kanalisationssystems. Hounds Pit Pub. Aha. Oh, Gegner eliminiert. 49 Zivilisten, einer. Leichen, drei. Hohes Dings. Ich habe einen Outsider-Schrein vergessen. Und nur eins von drei Gemälden und nur drei von fünf. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Aber ich habe auch das irgendwie ein bisschen auf schnell gemacht, warum auch immer. Ich mache jetzt eine kurze Pause und bis zur nächsten Folge. Ciao.